wenn Fische durch das Wasser fliegen und durch das Meer der Zeit schwimmen und ihren stummen Gedanken nachhängen, die in Luftblasen in den Raum entweichen. Dann werden himmlische Chöre von der Liebe singen, die ohne gute Hoffnung in die Sümpfe des Bösen hinabstiegen, um als unheilbringender Regen wiederzukehren. So ist die Zeit ein Strom, der fließt und uns begleitet, während gute und böse Kräfte neben uns sind, um im geeigneten Moment die Oberhand zu gewinnen und uns davon tragen. Ob wir aus eigener Kraft dem Bösen entrinnen, hängt von unserer Liebesfähigkeit ab. Sie ist jedem von uns gegeben und immer da. Nur in der Geborgenheit einer, den anderen annehmenden Welt, wird Gottes Liebe zum Wohle aller die Sehnsucht nach Frieden befriedigen. Es gibt genügend Lichter am Wegesrand, an deren Glanz man sich erfreuen kann. Jeder Blick zurück in die Dunkelheit lässt uns für Augenblicke erblinden und die Schönheit des Anderen, der Natur und des durch Gott Erschaffenen nicht mehr wahrnehmen. Wir bemerken dann nicht, dass uns die neue Hand, die uns führt, einen dunklen Seitenpfad entlang drängt, der prunkvoll gestaltet, jedoch ohne Liebe und Nächstenliebe einsam macht. Viele Schlösser stehen abseits der großen beleuchteten Pfade und herausschauen traurige, müde Augen, ausgebrannte Herzen schlagen in einer kalten Brust, düstere Gedanken jagen durch einen leblos anmutenden Kopf. Fassen wir uns an den Händen, die uns einst aus dem Mutterleib befreiten, die Hände, die in diese Welt führten, denen wir das Licht verdanken. Von Hartmut Alt.